Ahoi, meine Lieben. Ja, heute bin ich mal nur mit meiner neuen Kamera unterwegs. Der Panasonic Lumix DMC LX15. Ich bin immer noch am Probieren, am Testen, am Üben. Ja, und ich schau mal, wie weit ich da heute komme. Ich habe heute eine andere Videoqualität eingestellt. Und zwar habe ich heute mal auf 4K Video eingestellt. Und zwar mit 30 Bildern die Sekunde. Die Kamera hat einen Stabilisator und den habe ich auch eingestellt. Des Weiteren hat sie auch einen Schutz für Windgeräusche. Den habe ich auch mal eingestellt und zwar auf High, also auf die höchste Stufe. Da sollen jetzt gar keine Windgeräusche zu hören sein. Na, es gibt auch jetzt nicht viele hier, aber ich bin mal auf die Stimme, auf meine Stimme gespannt, wie die jetzt klingt, wenn ich die Windunterdrückung auf High eingestellt habe. Ja, das sind jetzt alles so einige Sachen, die ich hier mit dieser Kamera ausprobiere. Ja, Autofokus ist eingestellt. Die Kamera soll sich also jetzt auf mein Gesicht konzentrieren, sage ich mal. Also das Gesicht immer schön scharf stellen. Autofokus. Alles Sachen, die ich jetzt am Ausprobieren bin. Was ich dann auch schon festgestellt habe, die Kamera hat drei verschiedene Zoom-Arten. Einmal der normale Zoom von dem Objektiv, der geht von 26 mm bis ungefähr 70 oder 80 mm. Dann haben sie einen optischen Zoom, der geht von 36 mm bis ungefähr 200 mm. Und es gibt noch einen digitalen Zoom, der geht dann auch von 36 mm, aber der geht dann bis ja, über 400 mm. Wie dann natürlich die Bilder aussehen, das werde ich dann auch gleich mal ausprobieren. Ich weiß nicht, wenn ich 400 mm mit dieser Kamera ranzoome, ob das dann auch noch eine prima Qualität ist. Aber ich sehe, da vorne ist ein schöner Hochsitz, Jägersitz, da gehe ich mal hoch und da habe ich einen ruhigen Stand und da versuche ich das mal. Also, bis gleich. Ja, das war wohl nichts mit meinem Hochsitz. Mittlerweile sind die abgeschlossen mit einem Zahlenschloss. Naja, es gibt aber auch noch offene, aber dieser hier ist abgeschlossen. Der hier hinter mir, der wäre bestimmt nicht abgeschlossen, aber da kann man leider nicht mehr hochgehen.
So, da vorne ist jetzt noch ein anderer Hochsitz. Und da zoome ich jetzt mal mit dem digitalen Zoom drauf. Der Zoom soll ja bis zu 400 mm gehen. Aber ich sehe schon, er muss ja die Schärfe nachstellen. Ansonsten sieht das so schon mal ganz gut aus. So, ich bin jetzt mal auf den Hochsitz, auf den Jägerstand gegangen, auf den ich eben drauf gezoomt habe. Ich wollte euch nämlich noch eine Funktion zeigen von dieser Lumix LX 15. Und zwar nennt sich die 4K Live Schneiden. Warum die so heißt, kann ich euch noch nicht einmal sagen. Eigentlich werden die Videos gar nicht in 4K aufgenommen, sondern nur in Full HD. Ich glaube auch nur mit 24 oder 25 Bildern pro Sekunde. Jedenfalls ist dieses 4K Live-Schneiden, hat zum Beispiel die Bewandtnis, oder es klappt dann so. Die Funktion finde ich gar nicht mal so schlecht. Man muss die Kamera ruhig stellen oder auf ein Stativ stellen, kann dann innerhalb einer bestimmten Zeit, und zwar kann man einstellen 20 Sekunden und 40 Sekunden, kann man dann innerhalb einer bestimmten Zeit ein Motiv, ein Anfangsbild festlegen und ein Endbild. Das heißt, die Kamera zoomt zum Beispiel oder ja, fängt bei diesem Anfangsbild, was man festgelegt hat, an, schwenkt dann rüber auf das andere Motiv, auf das zum Schluss, zum Ende eingestellte Motiv und kann dabei entweder reinzoomen oder rauszoomen. Ja? Und das finde ich gar nicht mal so schlecht. Und das kann man einstellen für 20 und für 40 Sekunden. Genauso kann man auch einen 20-sekündigen Schwenk, einen ganz normalen Schwenk vorher einstellen oder einen 40-sekündigen Schwenk einstellen. Ja, das ist jetzt nichts so Berauschendes. Also wie gesagt, das sind jetzt 40 Sekunden, die ich eingestellt habe. Und das dauert eigentlich ja viel zu lange. Also lasse ich das im Zeitraffer etwas schneller ablaufen und dann wirkt das vielleicht schon ein bisschen besser. Ansonsten zoomt das ja oder läuft das ja ganz langsam ab. Aber eine schöne, nette Spielerei, die dazugehört. Ja, und so versuche ich jeden Tag ein bisschen mehr bei der Kamera dazuzulernen. Ja, mal gelingt es nicht. Also Zeitrafferaufnahmen kann man mit der auch machen, das wollte ich auch mal ausprobieren. Vor allen Dingen so ein bisschen mit Wolkenformation, aber die fehlt heute. Mittlerweile haben wir wieder ziemlich grauen Himmel. Naja, ich bin ja noch nicht zu Hause. Vielleicht klappt das ja doch noch mit den Zeitraffern. Dann stelle ich das mal ein bisschen ein. Noch eine schöne Spielerei möchte ich euch vorstellen. Das ist aber mehr eine Trickspielerei, die auf dem Videobearbeitungsprogramm entstanden ist. Wie gesagt, eine kleine Spielerei. Und ich bin halt gerne am Tüfteln und am Ausprobieren. Ja, und bin mal gespannt, wie das klappt.
Ja, das soll es für heute gewesen sein. Sportlich habe ich mich ja genug betätigt. Keine Ahnung, ob das hier jetzt einen Film gibt oder auch nicht. Auf jeden Fall, falls es einen ergibt, hat es mich wie immer gefreut, dass ihr mich begleitet habt. Und ich wünsche euch noch einen schönen Resttag, eine schöne Restwoche. Wir haben heute Freitag, also kann ich auch sagen, ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal, wenn ich dann wieder einige Neuerungen an meiner Panasonic Lumix LX15 ausprobiere. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal.